Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, gestern hat die Runde bei der Kanzlerin getagt. Die Länderchefinnen und Chefs haben vereinbart, der Lockdown wird noch einmal um 2 Wochen verlängert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Wir hätten uns sicher alle eine andere Botschaft gewünscht. Wir wünschen uns alle wieder, Menschen treffen zu können, in die Restaurants gehen zu können, einkaufen gehen zu können, ohne Maske am besten. Aber wir wissen alle, Einschränkungen dieser Art wird es immer geben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Perspektive auch bekommen, dass wir irgendwann sagen können, so geht es weiter. Wie können wir die Phase auch nach dem Lockdown gestalten? Welche Perspektiven gibt es eben? Ich will Ihnen sagen, wir als Stadt bereiten das schon vor. Aber die Pläne bleiben natürlich zunächst einmal in der Schublade, denn wir können noch nicht sagen, wann wir sie einsetzen können. Wichtig aber ist, es wird irgendwann der Lockdown beendet sein und dann gilt es, gut vorbereitet zu sein und dann sollten wir die Zeit auch nutzen. In der jetzigen Phase bitte ich Sie aber darum, die eingeleiteten Maßnahmen, die ja teilweise auch wieder verschärft wurden, darüber werden wir Sie noch einmal gesondert informieren, wenn das alles dann auch schriftlich vorliegt, dass Sie aber die vereinbarten Maßnahmen weiterhin einhalten. Wir sind auf einem guten Weg. Die Infektionszahlen in Koblenz sind bei etwas über 200 akuten Fällen. Das ist im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten relativ wenig. Große Sorge bereitet uns allerdings, dass es immer mehr Menschen gibt, die ins Krankenhaus müssen. Mit dem gestrigen Tag haben wir die Zahl 100 überschritten. Und das zeigt, die Verläufe der Krankheit sind schwerwiegender, als wir das bisher gewohnt waren. Das zeigt auch, dass eben diese Verlängerung des Lockdowns notwendig ist. Ein Blick vielleicht noch aufs Impfen. Auch da haben wir uns große Hoffnungen gemacht. Die werden auch nicht enttäuscht werden. Allerdings, es kommen jetzt zunächst einmal weniger Impfdosen als geplant nach Rheinland-Pfalz, weil weniger vom Bund zugewiesen werden. Das ist natürlich nicht schön. Diejenigen Personen, die einen Termin bekommen haben, werden informiert. Sie bekommen einen neuen Termin. Und ich bitte Sie, da auch entsprechend darauf zu achten, dass, wenn Sie zum Beispiel für Ihre Verwandten einen Termin gebucht haben, gucken, ob etwas im Mailpostfach oder in der Post drin ist, dass nicht jemand umsonst ans Impfzentrum kommt. Wichtig ist mir auch noch mal zu sagen, dass all diejenigen Impfdosen, die wir bekommen, sinnvoll verimpft werden. Natürlich in erster Linie an diejenigen, die einen Termin haben. Wenn am Ende des Tages Impfdosen übrig bleiben, dann erhalten das medizinische Personal oder Rettungskräfte, also diejenigen Personen, die in der sogenannten Priorität 1 sind. Es wird kein Impfstoff verschwendet und es wird auch kein Impfstoff unsachgemäß an andere Personen vergeben. Bleiben Sie gesund, alles Gute, halten Sie durch, viel Kraft.